Nervös nicht, aber es ist gleich immer ein bisschen spannend, weil man ja nicht weiss, ob alles funktioniert mit dem Heli. Aber wir versuchen, wenn man gut vorbereitet ist, bestmöglich zu machen, dass es gut funktioniert. Ja, heute sind wir jetzt dabei, die Teller-Dynamo-Seile einfliegen. Das ist das Vorseil, dass wir das erste Vorseil wieder vom Berg ins Tal ziehen können und nachher die Tragseile nach oben. Also speziell die Herausforderung ist, dass es sehr steil ist. Es ist 600 Meter Höhendifferenz. Wir müssen also praktisch mit dem Seil senkrecht rauf. Der Heli kommt jetzt im Tal. Dann ist alles parat zum Anhängen mit dem Gewicht dran und Struppe dran. Dann fliegt er rauf bis zur Stütze 1. Dort sind die Leute unten, die das Seil nachher in die Rollen hineinziehen und schauen, dort hinein zu heben. Und wenn das Seil in der Rolle ist, dann kommt er langsam zu uns her, dann tut er die Station überfliegen, dass wir hier loses Seil kriegen. Und dann kommt er etwas zurück und wir den hier abstoppen mit den Struppen, die am Heli auch schon dran sind. Dann wir es hier fixieren und dann ist das Vorseil drin. Ja, das ist jetzt klemmen setzen, gell? Da braucht es einfach ein gutes Zusammenspiel von allen Beteiligten. Und das ist auch die Herausforderung. Wir haben jetzt das Glück, dass wir auch Leute haben, als Flughelfer, die von gleichen Branchen sind, vom Seilbahnbau. Das ist natürlich hilfreich, weil das ist eigentlich ein Zusammenspiel zwischen Pilot und Flughelfer, dass das gut kommt. Nach dem Ziehen ist der erste Schritt im Tal unten die Muffe machen, dass wir können im Berg oben überhaupt spannen. Da muss zuerst im Tal unten alles fix fertig gekränkt sein. Am Berg oben mit einem grossen Flaschenzug spannen, dann ist eigentlich das Tragseil fertig.